Hallo liebe Poké-Freunde, Obito wieder hier und heute gibt es wieder Melmetal, Demeterus und Hauzenberg-Action alias Mewtwo. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen und mich weiterhin so gut unterstützen. Also die Abos steigen im Moment, das ist der Wahnsinn. Das macht mich glücklich, ich hoffe es macht euch auch glücklich. Ja, wir gehen rein. Ich bin ein paar Punkte abgesunken, habe mich aber schon wieder ein bisschen hochgekämpft. Und das liegt hier an dem Team, dass ich mich ein bisschen hochgekämpft habe. Evil-Tan. Evil-Tan ist evil. Ja, hier sacke ich mein Mewtwo. Okay, er setzt jetzt schon die Attacke ein. Knuller? Knuller, was auch sonst. Okay, das ist ein Ladeattackengleichstand. Was in Ordnung geht. Och nee, ne? Oh nee, oh, der kommt so schnell zum Nahkampf. Ich gehe hier rein. Ja, ich habe aber einen Schildrückstand, das ist das Problem. Wobei gegen Melmetal braucht er halt, ne? Fokusstoß. Ja, ich habe ihm eine Attacke geschenkt. Schade. Ich schilde mal hier. Er gibt sogar direkt Fokusstoß. Gott sei Dank. Das ist super. Okay. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist jetzt nicht schlimm. Ja, er weiß es, dass er verloren hat. Also, ja. Togekiss, schwierig. Trotz, dass ich Mewtwo so doof verloren habe, ich hätte einfach gar nicht schilden sollen. Wobei, dann hätte ich auch den Nahkampf auf Melmetal schilden müssen. Wäre auch nicht so toll gewesen. Also, ja, doch, ich musste schilden, ja. Ich hätte früher drücken müssen. So, du könntest Mewtwo. Mewtwo. Ein Mewtwo sein. Ein Fokusstoß. Ein Spukball Mewtwo sein. Du baust auch auf jeden Fall auf Fokusstoß auf. Den ersten werde ich sowieso immer schilden. Warte, du hast sogar Fokusstoß. Perfekt. Das ist doch perfekt. Da muss ich ja eigentlich nur versuchen, maybe den Fokusstoß abzufangen, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wann du den hast. Schade. So. Hier haben wir den Spuckball. Himmelsfeger ist alright. Und setze ich jetzt ein.
Okay, du sackst dein Lugia. Okay, du gehst hier rein. Interessant, aber okay. Ja, ist in Ordnung. Ist vollkommen fein. Ich gehe hier rein. Ja, ich muss hier durchlassen. Hier jetzt schilden. Es war irgendwie klar. Hier geht er nur noch einen Psychostoß maximal durch. Ah, es wird noch schwierig. Weil Psychostoß schon echt reinhaut. Hätte ich auf 2 Kraftklaus gehen sollen? Ich weiß es nicht. Ja, hätte ich. Schade. So, wie viel macht der Steinhagel? Ja. Wenn ich das jetzt über... Ah, schwierig. Oh, Stromstoß, okay. Ja, Stromstoß nimmt mich natürlich raus. Schade. Aber war auch irgendwo klar, dass er Stromstoß hat. Schade. Na, ich hätte im Melmetall drin bleiben müssen. Das war nicht der korrekte Zug. Oh, einer, der drin bleibt. Einer, der mal drin bleibt hier. Das ist doch bestimmt auch irgendwo ein Dialga noch versteckt. Nein, Kyogre. Was aber absolut in Ordnung ist, da gehe ich natürlich in Mewtwo. Einmal schädig hier definitiv. So. Kyogre ist weg, das ist schon mal sehr gut. Jetzt wird Palk hier reinkommen, ne? Nee, die Alga. Was aber in Ordnung ist. Shit, war mir nämlich klar. Och nee, Mann, nicht diesen. Hallo. Perfekt. Ich gehe mehr mit teil, weil ich hier resistiere. Oh, das wird noch richtig knackig hier. Ja, ich muss den schilden. Ja. Nein. Das ist gar nicht gut. Das tut schon weh. Und ich kassiere den Nassschweif, was ein Problem ist. Oh, der macht doch ultra viel.
Ja. Oh, und er hat die Attacke hier ready. Nein, er snipet mich. Ja, ich hätte einfach zweimal Kraftkoloss machen müssen. Hat er gut gespielt. Hat er sehr, sehr gut gespielt. Ja, gefühlt spielen nur die harten Gegner irgendwie aktuell. Also es ist nicht einfach hochzukommen. Es ist schwierig. So, Vermoth ist der nächste Gegner. Mewtwo, ja, du könntest wieder Spukball-Mewtwo sein. Du hast keinen Best Buddy, wie meins auch. Du bist aber ein 100er. Deswegen schilden wir den ersten. Okay, erst ist ein Kyra. Natürlich ist Kyra, ja gut, den nächsten schilde ich dann auch nicht. Dann soll er mich mit dem Fokusstoß weghauen, das ist mir dann egal. Den Spukball halte ich eh aus. Fokusstoß wäre natürlich ärgerlich. Ich werde jetzt nicht schilden. Hau deinen Fokusstoß raus, ist mir egal. Nein. Ja. Selbst wenn es Spukball ist, den sollte ich noch überleben. Okay, er geht auf Psychostoß-Spam. Was aber für mich in Ordnung geht. Okay, er gibt Mewtwo auf, was schon mal gut ist. Und Zekrom. Er schildert auch nicht, ne? Hier muss ich Verknöscher aufpassen. Deswegen schilde ich hier. Knöscher kommt auch. Oh, er hat den nächsten Knöscher, verdammt. Oh, Stromschuss, okay. Das ist ein Eisenschädel. Der gut tut, weh tut, ja. Ja, und somit habe ich das auch verloren. Och, es ärgert mich immer, wenn ich aufnehme. Ja. Ich hätte mein Schild für Demeteros aufheben sollen. Ich hätte auch gar nicht runterfahren lassen dürfen. Das war im Nachhinein richtig doof. Also nie runterfahren lassen. Gegen Dialga wäre ich wahrscheinlich noch vielleicht zu einmal Kraftkoloss gekommen mit Melmetal. Beziehungsweise ich hatte zwei Kraftkolosse ready, also ja, das hätte mir mehr gebracht. So, das spiele ich hier immer aus, weil ich das liebe Kai so low haben möchte wie möglich. Surfer kommt, ja. Ein Steinhagel kommt auch. Wir timen das sehr gut aktuell. Er kommt aber eher zum nächsten Surfer als ich.
Das ist aber nicht schlimm. Ich krieg ihn in den roten Bereich. Das ist das Wichtigste. Und er muss einsetzen. Oh, das ist mir neu. Aber okay. Es wird hier wahrscheinlich wieder Kyogre Doppelfee sein, ne? Das ist wahrscheinlich wieder hier Kyogre Doppelfee. Ja, den muss ich auch schon schilden und respektieren. So, Psychischer kommt. Oh, warum gehst du hier rein? Aber es sieht nicht schlecht aus. Bei dem muss er ja schon schilden. Genau, dann gehe ich hier rein. Er wird versuchen abzufangen. Oh, er hat sogar eine Attacke. Interessant. So, hier machen wir Kraftkoloss auf safer Basis. Hier mal Steinkante ready. Die müsste trotzdem trotz Abschwächung reichen. Nicht mit mir, mein Freund. Ich weiß, dass ich eine Steinkante und ein Kraftkoloss haben kann. Ich musste nur auf 100 Energie gehen. Ja, leider nur ein 2 zu 3. Ich verliere ich aber nicht so viele Punkte zum Glück. Trotzdem ist das ärgerlich. Wir gehen gleich ins nächste Set. Und hoffen, dass das besser wird. Das Gute ist am Kampftag, man findet Gegner. Relativ schnell. Ja, und morgen wird es ein besonderes Pokémon geben. Endlich. Ich weiß auch schon, womit ich das kombinieren werde. Ja, ich denke, das wird gut. Ich denke auch gerade gegen Kyogre Doppelfee wird das gut sein. Also kann es gut sein. Das Pokémon muss ich natürlich auch ausprobieren mit euch. So, du hast Best Buddy Schleife, du könntest schon Mr. Fokusstoß sein. Ja, selbst wenn es Spukball ist, schädige ich auch anfangs. Okay, du bist Spukball ohne, also kein Fokusstoß. Interessant. Dann hau jetzt deinen Spukball raus. Das ist mir egal, den tank ich noch. So. Er schildert perfekt. Na, dann hau mich mal weg. Oh, es war doch so klar, dass Psychostoß kommt, ne? Aber, wenn du jetzt nicht schildest, habe ich mir die Führung geholt. Also von daher, alles gut. Perfekt.
Und das war auch gut, dass ich die Führung geholt habe. Weil das hässliche Vieh ist wieder hier. Ein Surfer halte ich aus, was wichtig ist. Kriege ich 100 Energie? Nein. Oh, das war sau doof jetzt. Das war jetzt richtig doof. Wenn er das jetzt schildert, ne? Okay, macht keinen Unterschied. Ja, okay, das ist verloren. Och man, das sah doch so gut aus. Ja. Aber Kyogre ist so ein nerviges Viech. Och, Mann. Ja, der Gegner hat versucht abzufangen, hat nicht geklappt, aber trotzdem, ja. Ich hätte eine Sofortattacke mehr machen müssen. Das war mein Fehler. So, hier gehen wir in Mewtwo. Gucken, was wir rauslocken. Das Lustige ist, die bleiben hier immer drin. Und ich glaube, die wollen immer ihr Sandgrab hier machen. Und selbst wenn das jetzt was Stärkeres ist, das kann mir egal sein. Weil ich einen Schritt bekomme. Dann hau mal raus. Ah, Erdgift, okay. Ich hoffe, du hast keinen lieben Kai hinten. Das wäre ultra nervig. Das Vieh geht sogar noch. Hier kann ich einen durchlassen. So. Setzen wir hier auch gleich aktuell ein. Staloper ist weg. Oh, Metagross. Ja, das wird noch spannend hier. Hier muss ich auf die Steinkanten gehen. Knackhack hat zum Glück keine Energie. Ja, ich werde hier alles schön müssen. Wichtiger ist Sternhieb schön hier. So. Oh, er gibt seinen Links auf. Ich müsste zweimal zu Kraftkoloss kommen, eher als du. Das sollte eigentlich hier ein Rin sein. Aber ich mach safe, ich gehe hier raus. Ladeattackenleistung sollte ich gewinnen. Na, hier musst du einsetzen. Ein Sandgrab würde mich jetzt nicht mehr umhauen beim Demeterus. Ui, ich dachte, ich hätte zwei Kraftkolosse. Das war doch noch knapper als sein müsste. Aber wir haben es geschafft.
Und so Knack-Rack-Führung gut umspielt. Interessant. Knack-Rack-Doppel-Stahl. Äußerst interessante Teamkombi. Mal gucken. Ich möchte endlich wieder ein paar Punkte hochkommen. Ah, gefühlt spielen aktuell hier dieses Event nur recht die guten Spieler. Mewtwo, du kannst wieder mit Fokusstoß sein. Hunata, Best Buddy, also Shando. Ja, das ist Fokusstoß. Range. Okay, du bist aber auch nur Skupa, okay. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich habe eine dazwischen gekriegt, was super ist. So, Steiner kommt. Und er muss auf den Spukball auf jeden Fall gehen. Um meinen Melbital rauszunehmen. Okay, er geht nicht mal auf die Tacke. Er will overfarm. Soll er tun. Ich werde hier auf jeden Fall nicht schilden. Ja, Psychostoß war schon nicht schlecht. Ich werde mit meinem eigenen Mewtwo hier runterfahren. Und das kann ein Spukball sein, den wollen wir natürlich schilden. Er geht trotzdem auf den Köder, ne? Ich verstehe es nicht. Wir gehen hier rüber. Das dürfte aber nur Eisenschädel sein, ne? Oder ist das schon Draco? Ich weiß es nicht. Ne, Eisenschädel. Okay, perfekt. So, Kraftkloss kommt. Schade, dass ich nicht rechtzeitig wechseln kann. Ja, so, dann machen wir den Feuerschlag. Das Gute ist, jeden Ladeattackengleichstand gewinne ich. Leider habe ich hier keinen Fokusstoß drauf, sonst hätte ich das ganz klar gewonnen. So, Spukball kommen. Ich muss nur zum nächsten Psychostoß kommen. Und der reicht auch dann. Ja, auch ohne Fokusstoß kann Mewtwo ein Dialga besiegen. Sehr schön. Ja, und das Video von heute kommt etwas verspätet, wie ich gerade sehe. Es ist schon nach 9. Ja, bleibt aber nicht aus. Gestern hatte ich leider keine Zeit so wirklich. Also zum Aufnehmen hatte ich keine Zeit. Sets habe ich trotzdem gespielt. Aber das sollte schon mal... Ne, jetzt noch kein positives Chat. Wir haben noch 2 Kämpfe. Ui. Oh, ich hoffe, es wird ein 4-1.
Es ist schwierig, manchmal gewisse Pokémon zum Spielen. Wieder Mewtwo. Und wieder eins, was potenziell Fokusstoß haben kann. Ich gehe immer für die Extra-Attacke. Schild drin. Da du köderst, gehe ich von einem Fokusstoß gleich aus. Okay, du schüttest leicht. Was ist, wenn du köderst? Okay, es ist eh noch Spukball, okay. Und das Gute ist im Gleichstand. Okay, dann ist es gut, dass ich nicht in Mewtwo gegangen bin. Tatsache. Psychostoß würde ich jetzt noch überleben. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich noch den Psychostoß überleben würde. Ah ja, geht eher auf Fußball, perfekt. Ich gehe hier rein. Ja, kommt noch mal zum Fußball. Natürlich Schild. Psychostoß, ne? Egal. Und kommt jetzt eben mein Spukball. Das Eisenschädel. Das dürfte noch kein Draco sein. Ja, das wird aber noch richtig ätzend. Oh, Zekrom. Ja, das ist definitiv verloren. Schade. Knirscher überlebe ich niemals, Stromstoß überlebe ich niemals. Verdammt. Ja. Oh, wo kommen die ganzen Zekrom her? Hätte ich auch gerne auf Level 50. Stromschuss, ja, überlebe ich nicht. Zekrom haut zu gut Schaden raus. Och Mann, schade. Dann wäre der richtige Weg gewesen. Ja, den Psychostoß einfach nicht zu schilden. Hätte ich den Psychostoß nicht geschildert, dann hätte ich gewonnen. Aber ich bin auf den Köder reingefallen, beziehungsweise hätte er. Hat sie vielleicht auch den Spukball gerade nicht gehabt oder so? Ja, ich hätte mit dem Meteoros runterfahren müssen. So, jetzt letzter Kampf in diesem Set. Bitte kein Giratina vorne. Kyogre, okay. Och, das macht's nicht besser. Steinkante überlebe ich hier. Ja.
Natürlich. Natürlich fängt er genau in dem Moment ab. Ich hasse es, ne? Oh, wie ich das hasse. Aber ich kann auch zum Spukball. Ja, ist in Ordnung. Und fahre mich hier runter. Draco überlebe ich auf alle Fälle. Soll er machen. Ich werde mich hier nicht abschwächen. Jo. Aber es sieht nicht so gut aus. Ja, ich schütte jetzt einmal. Er wird jetzt auch schütten. Und rüber. Schade. Hier gehen wir safe auf die Steinkante. Das ist gut. Ich muss hier schilden. Knöscher kommt. Oh, er kriegt Verteidigungsdrop. Natürlich kriegt er den Verteidigungsdrop. Okay, ja, lass ihn aber drauf gehen. Das ist perfekt. Och nee. Komm, hör mir doch auf. Kraftkoloss? Ja, okay, reicht aus. Okay, hat eben zweiten, verdammt. Ja. Oh, wieder ein Zekrom hinten. Ich hasse Zekrom. Zekrom geht mir sowas von auf den Keks. Zurzeit, ja. Aber ich habe ja bald einen Sacrum-Counter hochgezogen. Ja, wieder ein paar Punkte runter. Super. Also es ist im Moment gerade nur ein Auf und Ab. Ich weiß nicht, was los ist. Aber okay, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.